Hallo und willkommen bei der Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran und ich erkläre euch heute den Reaktionsweg, den Bremsweg und den Anhalteweg. Wichtig ist zu wissen, was sind die Unterschiede und wie rechne ich die aus. Denn ihr braucht es auf jeden Fall für die Theorieprüfung. Viel Spaß dabei! Der Reaktionsweg und die Zeit, die ich brauche, um zu reagieren. Hier ein Beispiel. Hi Moni, was machst du? Mathe-Hausaufgaben. Bist du gut in Mathe? Ja, denke schon. Sehr gut. Wollen wir ein Experiment machen? Ja, gerne. In diesem Moment hat er überhaupt keine Chance gehabt, den Ball zu fangen. Die Zeit war einfach zu kurz zum Reagieren. Drehen wir das Ganze nochmal zurück. Hi Moni, was machst du? Mathe-Hausaufgaben. Sehr gut. Bist du gut in Mathe? Ja, denke schon. Wollen wir ein Experiment machen? Ja, gerne. Kannst du mir bitte aus dem Wohnzimmer mein Handy holen? Ja, okay. Pass auf! Jawohl, jetzt hat's geklappt. Also, wenn man genug Zeit hat zum Reagieren, dann klappt es auch. Unser Fazit? Wir brauchen Zeit, um zu reagieren. Doch wie viel Zeit brauchen wir? Der Mensch braucht durchschnittlich eine Sekunde, um zu reagieren. Und mit der Faustformel vom Reaktionsweg kann ich mir ausrechnen, wie viel Meter mein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt. Für das V setze ich die Geschwindigkeit ein. Das Ganze teile ich durch 10 und das Ergebnis nehme ich mal 3. Sagen wir mal, ich fahre 30 Kilometer pro Stunde. Teile das durch 10. Das mache ich mir ganz einfach. Ihr müsst einfach nur die Nuller wegstreichen. Also wir kürzen das auf 3 geteilt durch 1. Und 1 mal 3 ist 3. Und 3 mal 3 sind 9. Somit haben wir jetzt unser Ergebnis. 9 Meter lege ich in einer Sekunde zurück bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Probieren wir das mal mit 50 Kilometern pro Stunde. Also 50 geteilt durch 10 mal 3. Ich streiche die Nuller weg. 1 mal 5 ist 5, 5 mal 3 sind 15, also lege ich 15 Meter in einer Sekunde zurück. Wie kann ich mir diese Formel am besten merken? Ganz einfach, ich nehme die Geschwindigkeit und teile die durch 10 und statt die 3 merke ich mir die 3 Punkte von unserem Logo. So kann ich das nie vergessen. Welche Auswirkung hat der Reaktionsweg bei der Autofahrt? Stellt euch vor, ihr sitzt am Steuer und plötzlich tritt eine Gefahr auf. Bis wir reagieren und den Fuß vom Gas nehmen und über die Bremse gehen, vergeht durchschnittlich eine Sekunde. Eine Sekunde, in dem das Auto ungebremst weiterfährt. Mit der Formel für den Reaktionsweg könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Meter das Auto in dieser einen Sekunde zurücklegt. Und erst dann beginnt die Vollbremsung. Und wie viel Meter das Fahrzeug bei einer Bremsung zurücklegt, das werden wir uns gleich ausrechnen mit dem Bremsweg. Man unterscheidet zwischen einer normalen Bremsung und einer Gefahrenbremsung. Für die normale Bremsung nehmen wir Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Bei der Gefahrenbremsung Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10 und das Ganze geteilt durch 2. Der Unterschied wird auch in den beiden Formeln deutlich erkennbar. Der Bremsweg bei der Gefahrenbremsung ist nur halb so lang wie bei der normalen. Bei der Theorieprüfung müsst ihr die Fragen genau durchlesen. Manchmal wird nach der normalen Bremsung gefragt und manchmal nach der Gefahrenbremsung. Rechnen wir uns mal den Bremsweg aus bei 30 km pro Stunde mit einer normalen Bremsung. 30 durch 10 ist 3 und 3 mal 3 ist gleich 9. Bei
bei der Gefahrenbremsung 30 durch 10 mal 30 durch 10. Das Ganze geteilt durch 2, dann haben wir ein Ergebnis von 4,5 Metern. Nun können wir mit den Formeln den Anhalteweg ausrechnen. Reaktionsweg plus Bremsweg ist gleich Anhalteweg. Dabei bleibt die Formel für den Reaktionsweg immer gleich, aber bei dem Bremsweg muss man entscheiden, ob man die Formel für die normale Bremsung oder die für die Gefahrenbremsung nimmt. Wir rechnen uns mal den Anhalteweg aus bei 30 km pro Stunde mit einer normalen Bremsung. Zunächst den Reaktionsweg. 30 durch 10 mal 3 ist gleich 9 Meter. Der Bremsweg 30 durch 10 mal 30 durch 10 ist gleich 9 Meter. Und 9 plus 9 ergeben 18 Meter und das ist unser Anhalteweg. Und jetzt nochmal den Anhalteweg bei 30 km pro Stunde mit einer Gefahrenbremsung. Wir nehmen zunächst den Reaktionsweg, also 30 geteilt durch 10 mal 3 ist gleich 9 Meter. Bei der Gefahrenbremsung 30 durch 10 mal 30 durch 10, das Ganze geteilt durch 2, ist gleich 4,5 Meter. Und für den Anhalteweg 9 Meter plus 4,5 Meter ist gleich 13,5 Meter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr findet auch weitere Informationen auf unserer Internetseite fahrschule.de. Wir halten euch auf den Laufenden. Und tschüss.